Wir sind jetzt hier unterwegs in Hollywood und haben jetzt schon mal diese Schilder hier erreicht. Da sind wir eben vorbeigefahren, da kann man leider immer schwer stoppen. Wir sind jetzt ein bisschen später gestoppt. Die sind jetzt hier im Hintergrund. Da sind sie. Hollywood. Das Interessante dabei ist, das ist eine ganz normale Wohngegend hier. Und diese Schilder haben ihren Ursprung. Die wurden von einem Makler aufgestellt, um diese Gegend hier zu bewerben, weil das eigentlich eine ziemlich schlechte Lage ist. Oder mal war auf jeden Fall. Und darum gab es diese Schilder ganz früher mal. Und erst später kam das dazu, dass die Filmbranche sich hier niedergelassen hat und das bekannt geworden ist. Naja, ich zeige euch mal, wie die Gegend hier aussieht. Wir sind jetzt hier beim berühmten Walk of Fame und suchen mal nach bestimmten Sternen hier unten. Und hier ist auch richtig viel los. Hi guys, $10. Also der Walk of Fame, das hier ist eine absolute Touristenfalle. Hier wird man die ganze Zeit umringt und angequatscht von Leuten, die einen irgendwas verkaufen wollen. Und ja, ist eigentlich total ätzend. Hier immer noch auf dem Walk of Fame, und sobald man von dieser Hauptstelle da weg ist, von diesem Kubel, da ist hier gar nichts mehr, irgendwie ist relativ tot, hier sind verkommene Geschäfte überall, und hier, damit ihr das seht, ne, das hier ist immer noch der Walk of Fame und der geht auch irgendwie ewig lang. Und auch sobald man etwas die Straße, einfach die Nebenstraße rechts oder links reinguckt, da sind ganz normale Gebäude zum Teil auch schon verfallen. Also das ist jetzt nicht gerade die super, super Glitzerwelt hier. Das täuscht immer sehr in den Medien. Das habe ich mir anders vorgestellt. Ich zeige mal ein paar Videos und Bilder.
noch einmal an der berühmten Strandpromenade von Venice Beach. Die soll hier ganz bekannt sein von Los Angeles. Und ja, die gucken wir uns jetzt mal an und die Eindrücke gibt es dann hinten dran. Leider sehr windig geworden, so dass hier so richtig der Sand durchfegt. Man kriegt ihn in die Augen, in den Zähnen, überall. Das ist gerade echt sehr stürmisch hier. Die Leute gehen jetzt auch hier alle langsam, also am Strand liegt keiner mehr. Ja, und wir machen uns dann auch gleich auf den Weg. So, hier habe ich noch eine Bude gefunden. Die bieten hier grüne Smoothies an und auch Säfte. Und hier kann man einfach so viel bezahlen, wie man zahlen möchte. Ja, das finde ich natürlich ganz gut und ich glaube, wenn man was Gutes anbietet, dann verdient man damit sogar mehr, als wenn man eine Preisliste hat. Ich werde mir jetzt mal hier so einen grünen Smoothie machen lassen und ja, ich sag mal, 5 Dollar gebe ich mal. Sind wir jetzt angekommen am Santa Monica Pier. Hier endet die Route 66 und damit auch unsere Reise. Wir haben es geschafft, wir sind angekommen und hier sind auch früher die Siedler angekommen, die diese lange Reise auf sich genommen haben. Natürlich nicht so bequem wie wir auf der Autobahn, schön im klimatisierten Wagen, sondern mit Pferdekarren und haben sich hier eine neue Zukunft erhofft. So, für uns ist es hier Ende der Reise und morgen geht's zurück. Ein großes, langes Fazit gibt's von mir noch von zu Hause dann aus. So, ich hoffe, euch hat's gefallen, mich auf dieser Reise zu begleiten. Und ja, ich weiß jetzt noch nicht, eigentlich macht's mir ziemlich viel Spaß, diese Videos zu machen. Vielleicht lasse ich mir mal was anderes einfallen. Auch weiter mit dem Thema vegan. Und wenn ihr weiter daran interessiert seid, dann schreibt es doch einfach in den Kommentaren oder gebt ein Like. Darüber würde ich mich dann sehr freuen. Also macht's gut!